descent. Sunlight. I've been dreaming of it for months. But it's hard to enjoy alone. The crash seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Ja, und mit diesem wunderschönen Intro willkommen zu diesem wunderschönen Spiel namens Subnautica. Ja, und ich freue mich auf dieses Projekt. Ich wollte das schon eine ganze Zeit aufnehmen, schon seit Ewigkeiten, also quasi gefühlt einen Monat. Und ich will euch nicht anlügen, hier seht ihr schon, ich habe das Spiel schon eine ganze Zeit gezockt, offline, bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Und es macht einfach so Laune. Dieses Spiel ist so wunderschön. Allerdings konnte ich es nicht zu Ende spielen. Das wollte ich jetzt einfach mal nachholen. Ich konnte es nicht zu Ende spielen, weil ich keine Zeit hatte oder sonstiges. Ich meine, ich habe einen Tag 18 Stunden 14 Minuten drin verbracht. Ich habe Zeit. aber ich habe etwas, das nennt sich... Warte, Google, hau mal raus. Thalassophobie. Genau, Thalassophobie. Ich meine, vor diesem Spiel haben einige Leute etwas Respekt. Denn tiefe Meere, Ungeheuer und sowas liegt nicht den meisten. Aber ich habe halt echt Angst davor. Bei mir geht es halt schon bei Schwimmbädern los, wo ich den Boden nicht sehen kann oder wo ich nicht weit genug gucken kann. Kriege ich schon direkt Panik. Also das ist echt schlimm. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum will ich es dann spielen? Ist eine gute Frage. Kann ich auch nicht so ganz beantworten. Die Story ist ganz geil, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe mich nicht allzu sehr gespoilert. Ich habe auch in diesem Spielmodus mir echt Zeit genommen, echt alles ganz in Ruhe zu erkunden, zu bauen und auszuleuchten. Ganz wichtig, ausleuchten. Ich habe also nicht allzu viel in diesem über einen Tag, 18 Stunden, 14 Minuten Spielzeit gesehen von der Story. Ich habe mich auf mein eigenes persönliches Überleben konzentriert und das von meinem Spielcharakter. Und ich würde sagen, ich würde euch das jetzt tatsächlich zeigen, weil meine Basis ist echt schnieke geworden, aber ich starte einfach mal ein neues Spiel. Und ich habe lange überlegt, spiele ich Überleben oder freies Spiel? Und ich denke, es ist natürlich cool, es ist ein Survival-Game, also ne, Nahrung und Wasser und sowas. Aber ich glaube, das war so krass. Ich habe so oft dieses Spiel gequittet, weil ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach zu gruselig und dann noch auf Essen und Trinken achten. Und ich möchte es einfach erleben. Ich möchte es versuchen durchzuspielen. Ich glaube, dafür wähle ich das freie Spiel. Ohne Hunger und Durst, aber immer noch mit knackigen Monstern, mit knackigem Leben. Und natürlich mit dem kritischen Punkt O2. Das heißt, unter Wasser kriegen wir trotzdem keine Luft. Ja, würde ich sagen, laden wir ein neues Level. Und schauen mal, was uns so erwartet. Und wir sehen uns nach dem Ladebildschirm wieder. Oh, Jung, wach auf, da ist Feuer. Jo, mach auf den Lachs.
Jawohl, mit Gewalt geht's. Oh, Feuerlöscher, okay. Wir sind da. Jo, darf ich? Jawohl. Nimm und sprüh. Jo. Oh. Okay. Ah, hallihallo, PDA. Das ist unser PDA, über das wir alle Informationen bekommen. Head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Ja, und die Stimme, die ihr hört, ist die gute Stimme unseres PDAs. Leider auf Englisch, aber die ganze Schrift ist ja in Deutsch und ich werde versuchen, möglichst viel vorzulesen. Also wird schon schief gehen. Die Stimme erinnert mich ein bisschen an GLaDOS, hat auch so einen leicht zynischen Charakter manchmal. Aber gut, mit Tab öffnen und schließen wir unser PDA. Das funktioniert als unser Inventar, als unsere Informationsquelle, ist ein super schniekes Ding, wird uns die ganze Zeit begleiten. Aber schließen wir erstmal. So, 1, 2, 3 für die entsprechende Schnellzugriff. Jo, habe ich auch gedrückt, wunderbar. Und ich würde sagen, oh, unser Fabrikator, hallo, hier können wir Ressourcen herstellen, wenn wir denn irgendwann mal welche sammeln. Und das ist unsere Notfallkapsel. Wir sind anscheinend gerade entkommen von der Altera, wie wir an unserem PDA vorhin schon gesehen haben. Das wurde gerade diese Altera Loading Screen gezeigt. Oh, Medikit-Fabrikator, hallo. Nehmen wir uns erstmal ein Medikit raus. Dankeschön. Was ist denn hier? Warning. Test der Schaltkreise. Fehlgeschlagen. Sekundärsysteme. Ausgefallen. Kommunikation. Ausgefallen. Notsignalübertragung. Fehlgeschlagen. Auftriebskörper. Entfaltet. Und Hüllenintrigie. Okay. Gut. Immerhin am Ende eine gute Nachricht. Das lässt mich doch hoffen. Oh, beschädigter Kommunikator, Reparaturwerkzeug benutzen. Okay, müssen wir alles noch herstellen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal draußen um, wo wir denn hier gelandet sind. Hallo, kleiner Mann. Puh. Ja, moin. Na, ihr? Suffered orbital pile failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ach du Kacke. Die Aurora ist anscheinend unser Schiff hier vorne, mit dem wir abgestürzt sind. Warum wir hier über diesen Planeten geflogen sind, wissen wir noch nicht. Warum wir abgestürzt sind, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen nur, dass wir anscheinend einer der letzten Überlebenden sind, wie unser gutes PDA gerade sagte. Oh, guck mal, ein kleiner Fisch. Tja, keine Lebenszeichen an Bord. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie es mir schon eiskalt den Rücken runterläuft, wenn ich... Also ich meine, das sieht schön aus und so, aber... die... Google heraus, wie hieß das nochmal? Thalassophobie. Ja, jetzt nochmal ohne... Thalassophobie. Ja, danke, Thalassophobie. Da kommt's schon durch. Aber ich würde sagen, um euch ein 1A-Ergebnis liefern zu können, muss ich ja irgendwann mal ins Wasser. Und ich würde sagen, das bringen wir jetzt mal direkt hinter uns. Okay. Oh Gott, es ist auch schon einen ganzen Moment her, dass ich das gespielt habe und... Oh Gott. Und damals habe ich halt richtig schnell versucht, mir irgendwie ein Schiff zu bauen. Bleib weg, du Elend. Ja. Ihr tut mir nichts, das weiß ich noch. Jetzt sind wir wieder ohne alles da. Oh, aber erstmal. Tutorial. Kurz zum Tutorial des Spiels. Ist nicht existent. Das Spiel lässt uns quasi alles alleine machen. Es gibt ab und zu mal... ja, Oxygen. Das Letzte, was uns bleibt, Luft. Gut, daran erinnert uns das noch. Gott sei Dank, sonst wäre ich schon lange hier unten krepiert. Ihr seht links meine Lebensanzeige und meine Luftanzeige. Dementsprechend muss ich Luft wieder an der Oberfläche auftanken und die Lebensanzeige ist dafür da, falls wir angegriffen werden oder sonstigen Schaden erleiden. Ja, oh Gott, diese Geräusche.
Ja, wo war ich? Tutorial, genau. Das Spiel ist selbsterklärend. Man erforscht, man erkundet und man findet raus. Und ich würde sagen, wir finden mal direkt raus, indem wir uns einen... Ist mir echt verarschen? Ja, danke. Jetzt wollte ich den gerade ausreden lassen, dann spricht es nicht, dann rede ich weiter und... Yo, Oberfläche, stimmt, ja. Haha. Indem wir einfach mal alles mitnehmen. Und ich würde sagen, wir fangen bei diesem armen Fisch an. Zack. Die haben wir ihn dabei. New Creature Discovered. Und diese Blubblufisch, komm her. Jawoll. Glubscher, hallo. Oh, was ist das? Riesene Röhrenkoralle. Also, es sieht halt schon richtig knackig aus. Leider habe ich keinen NASA-PC, deswegen sind die Einstellungen eher so zwischen Mittel und Hoch irgendwo. Einfach damit ich versuche so auf die 60 FPS zu kommen. Ich hänge gerade so bei 57. Jetzt bei 59, ja. Man möge es mir nachsehen, aber ich möchte die Qualität nicht noch runter... noch weiter runterstellen. So. Im Grunde muss ich diese Fische braten und essen oder braten, pörkeln und essen. Also mit Salz einlegen, etc., damit sie länger halten. Aber ich bin ein bisschen froh, dass ich das jetzt nicht mehr muss, denn es nervt irgendwie so ein bisschen. Ich meine, irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man echt eine Basis hat und sich dann denkt, yo, ne, es nervt einfach nur noch. Deswegen lassen wir das einfach mal. Da bin ich auch ganz froh drum, dass wir uns so entschieden haben. Oder ich, ihr müsst jetzt damit leben. Du, der da draußen zuguckt. Danke übrigens, dass du zuguckst. Hi. PDL, jawohl, hier sehen wir bei den Aufzeichnungen alles, was uns bis jetzt so gesagt wurde. Das können wir auch ganz knackig wieder abspielen. Können wir ganz knackig wieder abspielen. Wie man sieht, klappt wunderbar. Hier sehen wir Baupläne. Jetzt kommst du. Nee, jetzt will ich aber nicht mehr. Nee, hallo. On an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Ja, danke, danke. Das war jetzt ein bisschen zu spät. Hier können wir, also wir sehen hier, mach ich mal kurz weg. Nein, nein, mit Tab, bitte. So, wenn ich hier aussteige, dann sehe ich, ich habe das gerade auf gelb geschaltet. Ich habe immer noch ein bisschen Respekt hier. Wird das hier gelb angezeigt? Egal wo ich bin, finde ich immer wieder nach Hause. Ist sehr sahnig. Und, viel zu tun gibt es gerade für uns nicht. Wir müssen erforschen, erkunden, überleben, denn wir sind hier gestrandet und wollen irgendwie klarkommen. Und ich würde sagen, das tun wir am besten, indem wir alles einsammeln, alles mitnehmen, was wir hier so finden. Zum Beispiel diese Pilze. Mach mal Russ hier, dankeschön. Ein paar Rezepte und so, also wie man was macht, sind noch bei mir im Kopf, aber das meiste nicht mehr. Das heißt, ich erkunde es quasi auch. Oh, es sieht schon cool aus, wenn diese Glubscher hier so übers Wasser springen. Ein paar Rezepte kenne ich noch, aber mehr auch nicht. Oh, fortgeschrittene Theorie. Fremde Eier. Ich habe ein Ei gefunden. Ha. 1A. Sammeln wir weiter Fische ein. Oh, hallo. Kann ich dich... Nee, dich kann ich nicht einsammeln. Kannst du irgendwas? Nö. Hallo. Was? Oh, wo kommst du denn her? Oh Gott. Der sah ja eigentlich ganz knuffig aus, bis er explodiert ist. Noch ein Glubscher. Komm, ich will noch einen. Danke. Okay, wo der herkommt, sind wahrscheinlich noch mehr, aber ich sehe da gerade was. Erstmal, oh, Kupfer. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely. Ach, das ist aber nett. Danke. Unwahrscheinlich, aber möglich. Das ist ja sehr nett von dir. Cool. Wir haben gerade ein bisschen Kupfer gefunden. Und Quarz habe ich auch noch mitgenommen. Da vorne ist noch mehr Quarz. Danke schön, was ist hier? Oh, okay, okay. Höhlensystem, okay, ja, Schwefel ist wichtig für das Reparatierwerkzeug, aber es wird dunkel, oh Gott. Seht ihr? Ich habe halt echt Angst, also das ist nicht gespielt oder so, das macht mir echt Angst, dieser Ausblick. Oh Gott. Oh, also wenn ich einmal so, also man wird bald irgendwann einen Roboteranzug haben und sowas, dann ist das schon etwa, kann ich etwas mutiger da vorgehen, aber... Oh, das leuchtet da unten so schön. Komm, komm, komm. Nimm. Oh, nee, da kommt dieser elendige Knall, yo, sag ich doch. Nö.
Lassen wir das. Nein, geh weg! Oh. Okay. Oh Gott. Ich will wieder Luft, bitte. So, erster Tag rum, haben wir ja viel geschafft, muss ich sagen. Hi ihr. Ihr wart generell nicht bedrohlich, habe ich im Kopf, glaube ich. Ihr leuchtenden Dinger. Ihr werft nur irgendwie so Schwefeldinger ab oder so. Hi. Und die explodieren. Oh, genau. Genau. Hi. Ja. Kann ich euch einsammeln eigentlich? Oh. 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 Oh Gott, ich habe nicht gesehen. Ha. Nee. Nö, nö. Nö. Oh Gott. Ich entschuldige mich schon mal für jedwiges Zucken der Maus. Es ist unglaublich unbeabsichtigt. Aber wir haben Rohstoffe gefunden. Was können wir bauen? Werkzeuge. Wir können Leuchtfackeln herstellen aus dem Höhlenschwefel. So, einen Auftriebskörper können wir aus dem Blasenfisch und Silikongummi herstellen. Es ist natürlich die Frage, wie wir Silikongummi herstellen. Das weiß ich. das machen wir mal. So, mach auf die Tür. Hallo? Yo! Oh Gott. Oh, was sind das für Geräusche? Ich möchte warten, bis es... Weil wir müssen in so ein leicht anderes Biom für diesen... Silikon... Die heißen, glaube ich, Stalker oder sowas. Oh, wenn ich mich... Okay, ich bin jetzt mutig. Pass auf. Fürs LP. Für die Leute. Die greifen einen an, aber wenn man einen Fisch in der Hand hat, dann nehmen die den Fisch und verschwinden erstmal. Glaube ich. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core. Sustained to planet fall. PDA. Er hat den Fisch genommen. Ha! Nee, er hat den nicht genommen. Jetzt hat er ihn genommen. Oh mein Gott, ich brauche Luft. Ich konnte gerade nicht zuhören, PDA, sorry. Irgendwas von Strahlung. Also Strahlung jetzt im Wasser und es kommt von der Aurora. Ja, kann ich mir vorstellen, dass da Strahlung kommt. Hoffen wir, dass wir erstmal noch good to go sind hier. So, wir haben dem jetzt erfolgreichen Fisch gegeben. Oh mein Gott, leuchtet der Gluckscher, hallo. Scheint da auch ganz knusper mit gewesen zu sein, der gute Stalker, hi. Der hatte aber gerade was im Maul, das war so ein Metallschrott, da liegt es. Du bist erstmal noch cool, ja? So, Metallschrott. Nice. Das können wir gleich erstmal weiterverwerten. So, und wo diese Stalker sind, ist dieses Biom, wo ich hin möchte, eigentlich auch nicht weit. Mann, das sieht schon echt cool aus. Mein Gott, ich hoffe, das kriegt YouTube hell genug hier. Oh, ist das schön. Ja, Mama. Luft da, bitte. So, Metallschrott. Oh, schön. Schön, schön. Da vorne, ja. Da ist so ein Biom. Gehen wir da mal hin. Oh, komm. Oh, ich will nicht. Oh, ich will halt... Also, ich kann gar nicht beschreiben, auf wie vielen Leveln ich da nicht hin möchte. Seht ihr die Schlucht da? Wisst ihr, was da unten sein könnte? Okay. Hallo, ihr... seid ja eigentlich ganz easy, ne? Macht ja nicht viel. Okay. Ganz locker, ganz easy dran vorbei. Oh, dich kenne ich noch nicht, Fisch. Dich würde ich gerne einsammeln. Oh, ich kann nicht. Ich kann halt echt nicht. Ich muss zu diesen leuchtenden Pflanzen. Oh Gott. Ja, Luft, das ist gerade meine kleinste Sorge. Ich würde lieber hier verrecken, um ehrlich zu sein. Ja. Jetzt Maul, ich muss mich konzentrieren. Warum ist das so laut? Warum leuchtest du, Fisch? Was ist denn mit dir? Irgendeine Bakterie oder so? Lass mich in Ruhe, ich habe Fisch in der Hand, aber lass gut sein, okay. Wo ist... Da muss ich hin. 100 Meter bin ich bescheuert. ja, Luft, Mensch. Oh Gott. Also, ich bin halt echt gestresst. Ich bin halt legit echt gestresst. Mein Gott. Blasenfisch. Inventar voll. Gut, alles klar, du darfst leben. What? Oh, lass gut sein. Lass gut sein. Nimm den Fisch. Da. Nimm den Fisch und sei... Ja, gut, da hast du den Fisch. Ja? Nee? Nein? Okay, gut, cool. Man sieht sich. Ich bin mal weg.
Oh, ich kann nur noch so langsam schwimmen. Wir brauchen dringend schnell Equipment, damit ich schneller schwimmen kann, etc. Ich kann nämlich natürlich Taucheranzüge und Schwimmflossen und natürlich auch diverse Unterwasser-Jet-Dinger bauen. Nehmen wir uns erstmal noch ein Dings. Okay, wir brauchen ein Reparaturwerkzeug, ganz dringend. Aber erstmal Ressourcen. Titan, sehen wir hier, aus dem Metallschrott können wir 4x Titan herstellen. Titan ist unglaublich praktisch, das können wir alles Mögliche bauen. Und ich hatte recht, aus diesen Früchtendingern, die wir gerade super mutig da weggeholt haben, können wir Silikongummi herstellen. Und aus dem Quarz können wir Glas herstellen. Aber das lassen wir erstmal noch. Obwohl, was wollen wir sonst damit machen? Ja, stellen wir mal ein bisschen Quarz, Quarz her. Glas her. So, und Schmierstoff, hallo. So. Ja, nice. Schmierstoff. Super geil, um alles Mögliche zu bauen. Und da bauen wir doch mal direkt eine Batterie. Denn aus der Batterie können wir viele schöne Dinge bauen. Neuer Bauplan verfügbar, Energiezelle. Ich habe jetzt den Schmierstoff gebaut und den Dingensbummens. Oh, jetzt sehen wir hier die ganzen Schmierstoff und Batterie. Und aus den beiden kann man wahrscheinlich dann diesen neuen Bauplan, den wir gerade bekommen haben. Solarzelle, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da, Solarmodul. Ah, Titanquarz. Okay, ja, fast. Aber wir haben jetzt jeden Gegenstand einmal gesehen, deswegen wissen wir, dass wir sowas draus bauen können. So, und hier haben wir unsere Werkzeuge. Da sind schon die verfügbar. Und der Scanner, das wichtigste Tool überhaupt, werden wir uns direkt machen. Reparaturwerkzeug können wir tatsächlich auch schon machen. Nice. Und Messer auch. Wir sind gut dabei. Ups. Ja, mach weg. Hier, Fabrikator. Dann würde ich sagen, Geräte. Was hatte ich da? Nein. Persönliches, jawohl, Werkzeug. Da haben wir es. Alles, was blau leuchtet, kann man machen. Mit dem Konstruktionswerkzeug können wir uns später, wie ihr schon im Trailer gesehen habt, Basen bauen und überhaupt. Und wenn wir ein bisschen weiter in dem Spiel sind, dann können wir auch mal einen Abstecher auf meinen alten Spielstand machen, denn da bin ich ein bisschen stolz auf meine Passes. Ja, und ich würde sagen, erstmal holen wir uns einen Scanner. Tja, da ist er. Der Scanner kann benutzt werden, um synthesize Blueprints von Salvage Technology und zu record alien biological data. Genau, wie das gute PDA gerade sagte, mit dem Scanner, da ist er, können wir, jo, ja, hallo, ja, guck ins Licht, alles cool, können wir alles mögliche scannen, also hier, nichts hier, was hier ist, aber halt Lebensform und technische Teile und sowas, die wir finden, die wir dann auch später nachbauen können, und ich würde sagen, da unten steht schon ein Selbstscan, führen wir erstmal durch, führen wir bitte zu Ende durch. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Ja, wir sind erstmal putzmunter. Ist ja ganz gut so. Wahrscheinlich physisch ein bisschen angeschlagen, würde ich mal denken. Ich meine, wer auch immer da auf dem Schiff war, ist jetzt tot. Und wir sind irgendwie allein auf einem Wasserplaneten. Naja, erstmal wieder rein. Denn wir haben noch einiges hier zu tun. Fabrikator. Ressourcen, Elektronik. Wir können eine Energiezelle bauen aus Batterien und Silikongummi. Die brauchen wir später für größere Gerätschaften, aber momentan noch nicht. Wir können noch ein bisschen Titan herstellen aus Metallschrott, den wir gerade gesammelt hatten. Und noch ein bisschen Titan. Ja, wunderbar. Und jetzt können wir Titanbarren herstellen, aber brauchen wir gerade noch nicht. Also lassen wir das. Werkzeuge, können wir noch was herstellen? Das Reparaturwerkzeug. Bitteschön. So, und ein Messer. Jawohl, unsere mit einzige Waffe. Tja, wie das jetzt, dieses Notfallding kennt keine Waffen. Wir können keine damit herstellen. Wegen irgendeinem Massaker, was mal passiert ist. Nur das Messer ist übrig geblieben. Und da bin ich sehr froh drüber tatsächlich. Warte mal, wo ist denn. Ne, hier, Dach, da. Inventar. Da. Oh, ja, leuchtet alles auf. Hallo, ja, darf alles wieder verschwinden. So, das hier, Schnellzugriff, bitte. Ups. Und tada. Jawohl, spin it to win it. Nice, da haben wir unser Messer. Damit können wir verschiedene Dinge abbauen und ein paar Fischen aufs Maul hauen. Aber keine Sorge, wir sind zwar größtenteils wehrlos gegen die Kreaturen, die da auf uns lauern. Aber wir können natürlich gewisse Werkzeuge ein bisschen umfunktionieren, damit wir uns ein wenig schützen können. Bin ich ganz froh drum. So, Werkzeuge. Was haben wir noch? Ein Auftriebskörper ist auch, ja, kann man mal machen. Der, wenn wir unter Wasser sind und den benutzen, dann rip, schießen wir nach oben an die Oberfläche. Wenn es mal brenzlig wird unter Wasser, ist das ganz sinnvoll. Und eine Standard-Taucherflasche. Aus ein bisschen Titan.
Jawohl. Und da wir die Taucherflasche jetzt haben, haben wir auch ein Blueprint für eine Taucherflasche mit hoher Kapazität, wie wir bestimmt hier irgendwo sehen. Jawohl, da. Die machen wir aus der normalen Taucherflasche. Silbererz brauchen wir und Glas. Das heißt, wir brauchen Quarz, um das Glas herzustellen. Und dann müssen wir noch Silbererz finden. Schwimmflaschen. Zweimal Silikongummi. Oh, das... Haben wir das nicht? Nee. Datenbank. Oh, fortgeschrittene Theorien. Stimmt, die fremden Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle, einheimischen Tierarten durch Eiablage vermehren. Eier können auf dem Meeresboden liegen, unter Geröll begraben oder sogar in Felsspalten eingeklemmt gefunden werden. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplätze. Oh ja, Biome. Da wird es noch schöne geben, oh Gott. Eier, die in freier Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in einer, Form der... von natürlicher Stase. Lesen, bitte. Und warten wahrscheinlich auf ideale Bedingungen zum Ausschlüpfen oder auf die Abgabe eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eiers von außen zu ermitteln, jedoch kann es möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu stimulieren, wenn ein Ei in einen geeigneten Lebensform... Zuchtbehälter. Alles später. Alles später. Gut, Überlebensausrüstung. Überlebenscheckliste, Leiste erste Hilfe, also, Warnung, Bauplan, Datenbank unbrauchbar, easy. Oh, wenn du das hier liest, hast du die Notfall-Evakuierung eines mit Altera-Technologie ausgestatteten Raumschiffs der Kapitalklasse überlebt. Gratuliere, das Schlimmste ist vorbei. Denken die. Dein PDA hat automatisch den Notfallmodus gestartet. Dieser hat nun nur einen Zweck, dich auf einer gefährlichen fremden Welt am Leben zu halten. Sollte das nicht möglich sein, alarmiert er Bergungsmannschaften an den Ort deiner sterblichen Überreste. Schön, danke. Ne, mehr möchte ich nicht weiterlesen, das hat mich jetzt genug deprimiert. Danke. So, was wollte ich machen? Stimmt, wir haben das Reparierungswerkzeug-Dingsbums. Taucherflasche schon angelegt, um den Rest kümmern wir uns gleich. Denn jetzt erstmal hier, Schnellzugriff, dankeschön. Und dann würde ich sagen, reparieren wir mal hier die Bude. Ja, nö, pack an, alles cool. So, reparieren wir erstmal das Ding hier. Geht ganz wunderbar. Richtig magisch. Ha! Tja, geologische Daten. 4546b, so heißt der gute Planet, auf dem wir sind. Das reparieren wir sofort. Nachdem ich mich einmal umgeguckt habe. Hallo. So, wo haben wir denn neue Daten? Da, geologische Daten. Umgebungsscan. So, was kennen wir denn? Ein Wasserplanet der Kategorie 3, was auch immer das heißt. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, ist ja ganz gut für uns. Umfangreiche Biodiversität, das heißt viel Leben, viel Tierchen um uns rum. Und Sicherheitshinweise. Kann Raubtiere in Leviathan-Größe beherbergen. Ja. Wer nicht weiß, was Leviathans sind, finden wir noch raus. Ja, freue ich mich drauf. Wasser ist hochgradig mit einer unbekannten Bakterium verunreinigt. Okay. Planet ist außerhalb des Föderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Eine Erkundung dieser Umwelt ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung wird nicht empfohlen. Machen wir nicht, keine Sorge, ich werde so lange wie möglich hier bleiben. Unbekanntes Bakterium. Finden wir noch mehr drüber raus. Ist auch storykritisch, werde ich nicht spoilern. Und ich weiß darüber auch sowieso nicht alles, deswegen bin ich mal besser ruhig. Und, weiß gar nicht, wie viel Überwindung mich das kostet, hier reinzuspringen. Ich wollte noch ein bisschen Schmierstoff und so sagen. Stimmt, dazu muss ich da vorne hin, ne? Verdammte Kacke, Mist, Dreck, Kacke, Scheiße. Okay, alles easy. Naja, weißt du was, ich will erst die besseren Flossen. Und bessere Flossen, warte, wie ging das? Übrigens pausiert das Spiel nicht, wenn ich hier im PDA bin. Das heißt, ich kann immer noch von allen Seiten angegriffen werden, was mich nicht gerade ruhig stimmt. So, Flossen. Da, Silikon. Silikon, wie mache ich Silikon? Da. Ach, diese Kacke. Na, verdammt, wir müssen doch dahin. Okay. Ja, ich will den Mann nicht verschwenden. Aber jetzt wisst ihr auch, es geht. Oh, aber stimmt, wir haben den Scanner. Wir können ja anfangen, alles und wirklich alles zu scannen. Jawohl, und wir kriegen über alles Einträge in unser PDA. Und hier haben wir es, Riesenkoralle.
wenn es irgendwas Interessantes hier ist, dann werde ich es vorlesen, aber erstmal mir Oxygen, bitte Luft. Danke. Wenn es was Interessantes ist, werde ich es vorlesen, sonst größtenteils werden wir es mal grob überfliegen, ob es für uns relevant ist, weil die haben echt hier zu jedem Scheiß was geschrieben. Ist nett, ne? Aber brauche ich gerade nicht. Mich interessiert, wie ich überlebe und nicht, wie hoch das Gras werden kann, keine Ahnung. So, Pilze haben wir auch alles gescannt, wunderbar. Oh, Musik. Lass mich gerade ein bisschen erschrocken. So, Fische. Oh, Boomerang. Bleib hier. Ja, ja, ihr seht auf meinem Scan-Gerät die... Bleib bitte hier, ich will nicht da hinten hin. Oh, warum können die Früchte nicht hier vorne sein? So, in diesen Dingern... Ah, Seegleiter, das sind diese Fragmente, die müssen wir scannen. Jawohl, eins von zwei sehen wir da oben links. Wenn wir noch eins finden, dann können wir uns einen Seegleiter bauen. Oder dann haben wir zumindest den Bauplan dafür. Jo, oh, ich könnte mal direkt das Ding hier zeigen. So, zack. Da schweben wir nach oben. Ist ein bisschen schneller als normal. Oh, und hält uns auch ganz gut oben. Jo, mach mal weg. Aha, ein Gefelsbrocken. Oh, den können wir erstmal scannen. So, dann ploppt unten rechts dieses Symbol auf, wenn wir Dinge noch scannen können. So, Bock. Oh, Stein. Können wir nicht scannen. Okay, aber einsammeln. Gut, cool. Hätten wir das auch geschafft. Ah, ich brauche diesen Schmierstoff, aber ich... Oh, diese Kackviecher. Hier am Rand ist auch nirgendwo die... Na, warum muss das denn so weit drin sein? Ah, okay. Ich drücke mich gar nicht davor, dahin zu gehen. Nee, nee, merkt man bestimmt gar nicht. Hallo Fisch, na, was geht? Kann ich dich scannen? Nö, du gehst auch noch da hinten hin. Okay. ich hole doch mal Luft, Mensch, ist schon wieder Zeit. Ah, die Oberfläche, aber diesen Stein können wir noch mitnehmen. Stock. Oh, Titan, ja, gut. Eigentlich möchte ich gerne Kupfer daraus kriegen. Oh, eine Höhle. Luft, los. Jawohl. Und rein. Okay. So, holen wir uns erstmal den Stein hier vor. Oh, das war so ein Nest von diesem Explodierdingsbumsfisch. Oh. Adrige Nessel. Aha. Okay. Und solche Dinger kann man meistens schlagen. Jawohl. Dann kriegen wir Samen davon. Oh, okay. Mutig, mutig. Scanne Fisch. Scanne, 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 scanne. Wir haben dich gescannt. Oh. Oh. Oh, ich habe nicht auf meine Gesundheit. Voll der komplett Profi hier. Kacke. Wenn wir sterben, verlieren wir den größten Teil unseres Inventars, den wir hatten, bevor wir irgendwie ins Wasser gesprungen sind oder sowas. Aber der liegt da jetzt rum. Und ich würde sagen, bevor es dunkel wird. Hi. Versuchen wir uns den wiederzuholen. Der war irgendwo hier vorne, ne? Wo war es denn? Hier vorne und dann runter, ne? Würde ich das gerne noch wieder einsammeln, denn... Ja, wir haben den Samen auch nicht, den wir hier abge... Doch, den haben wir. Haben wir alles behalten? Das ist wahrscheinlich hier so Anfangslevel. Oh, du bist aber schön Lochfisch. Lass mich dich scannen. Jawohl. Und ein Ei. Hi. Ja, Tatsache, hier sind wir gestorben, aber wir haben nichts verloren. Das ist ganz angenehm. Säurepilz, ja, haben wir, alles cool. Das könnten wir mal kaputt machen. Jawohl, Quarz. Ach, hier geht es noch weiter runter. Also so enge Höhlen, davor habe ich weniger Schiss. Ich meine, ist ja noch alles relativ hell hier. Ja, 30 Sekunden, alles easy. Schwefel. Oh, hätten wir noch scannen können. Ah, aber wir können die... Jawohl, Schwefelpflanze. Okay. So. Oh je, wir brauchen... okay, das kann natürlich schnell passieren, dass man hier in den Höhlen... Oh, schnell sich irgendwie verirrt. Oh. Oh, ihr merkt, wenn wir keine Luft mehr haben, dann sterben wir nicht direkt, sondern wir verlieren halt langsam das Bewusstsein. Haben wir aber gerade noch geschafft und haben dabei unserer guten PDA ein bisschen reingequatscht. Oder sind halt bewusstlos geworden, während sie geredet hat. Oh, Scan-Symbol, können wir scannen, nice. Die hat gesagt, dass die Aurora bald explodieren kann. Fände ich jetzt nicht ganz so cool tatsächlich. Oh, und es wird wieder dunkel und ich habe immer noch... Ich habe mich erfolgreich davor gedrückt, die Dinger zu holen. Jetzt ist dunkel. Nö, jetzt gehe ich da sowieso nicht mehr hin. Jetzt, nö. Nö, nö. Alles easy. Tada. Warte, ist hier vorne irgendwo... Sind hier vorne nicht noch die Dinger oder so?
Mein Gott, hallo Fisch. Na, was geht? Alles cool. Upp, haben wir überhaupt noch genug Platz im Inventar? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Nee. Ihr Elending, ich schwimme erstmal wieder zurück. Ich meine, wir haben doch viel geschafft jetzt erstmal, ne? Alles easy. Können wir noch den Kommunikator direkt mal reparieren, wo wir gerade hier sind? Was freue ich mich, wenn ich den Seegleiter bauen kann. So, Kommunikator, reparieren wir dich doch mal. Vielleicht können wir irgendwas empfangen. So, oh, Nachricht abspielen. Kommunikator in Betrieb, Notfallsignal gesendet. Yay! Ja. Nice, danke. Nachricht abspielen. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Ach, danke. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Oh, ja, danke. Anscheinend kriegen wir keine Rettung so wirklich. Aber die sucht nach weiteren Notfallsignalen von anderen Lifepods. Also wir sind nicht der einzige Lifepod. Wir sind Nummer 5. Da wird es wahrscheinlich noch weitere geben. Und vielleicht hat ja da jemand überlebt. Krabbeln wir erstmal rein, denn das macht mir Angst, aufs offene Meer rauszugucken. So. Medifibrator. Fabrikator. Mitch, Deutsch. Persönliches. Irgendwas Neues können wir herstellen. Ausrüstung. Ja, das wissen wir ja. Flossen. Dafür brauchen wir immer noch das Silikon. Können wir das irgendwie gerade herstellen? Nein, wir brauchen diese Schlingpflanze. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber ja, eine Batterie ist gerade so... wasserdichter Behälter ist halt ein bisschen Lagerraum. Aber wir haben hier vorne einen Lagerraum, den ich noch gar nicht aufgemacht habe. Hier haben wir Essen und Trinken, aber brauchen wir ja beides nicht. Denn wir spielen auf Pussy-Modus. Oder wie ich es nenne, den Ich-genieße-das-Spiel-Modus. Denn ich habe... Ich will immer das mit Escape schließen, aber es geht mit Tab. Denn wie ich schon Thema erklärt habe, ich habe echt keine... Warum rechtfertige ich mich eigentlich? Ich spiele das so, wie ich will. Mann, leck mich doch. ja, und ich gehe die ganze Zeit raus und rein, weil ich Angst habe, rauszugehen. Ich hoffe, das merkt man gar nicht. Vielleicht können wir hier noch irgendwas Schönes herstellen. Komm, stellen wir mal eine Batterie her. Mensch, man gönnt sich doch sonst nichts. Schöne Batterie. Aber wo wir gerade hier sind, kann ich eigentlich mal ein bisschen Klumpatsch aus meinem Inventar loswerden, was wir gerade nicht brauchen. Wir haben doch zweimal Schmierstoff. Reicht das nicht? Warte mal. Geräte. Seegleiter, ach, da fehlen mir noch da. Bestandteile unbekannt. Wir brauchen noch Bestandteile. Ja, Taschenlampe ist einer meiner treuesten Begleiter tatsächlich. Aber gerade brauchen wir es noch nicht. Denn so viel Licht macht das irgendwie nicht. Nee. Aber, ach so, wir brauchen nicht das. Wir brauchen nicht diesen Schmierstoff, sondern die Schlingpflanze an sich, um das Silikon herzustellen. Ja, gut. Okay. Ja. Wie lange nehme ich denn schon auf? das sind ja schon 35 Minuten. Ach, Freunde. Ich würde erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, falls du es bis hierhin geschafft hast. Lasst mir super gerne Feedback da. Wie hat es euch gefallen? Und ich würde sagen... Wir erkunden unsere Umgebung in der nächsten Folge und vielleicht habe ich dann die Eier, etwas weiter rauszuschwimmen, werde ich nicht haben. Werde ich nicht haben. Keine Chance. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Ich will wieder rein. Ah, hier ist besser.